Peggy 18. Unsere Story begann, als die Hyperion Corporation die Nase gestrichen voll hatte von den Schatzjägern. Die Kammer war gesperrt, sie hatten ihren Zweck erfüllt und waren jetzt schlecht fürs Geschäft. Warum den vollen Preis für Waffen zahlen, wenn man sie der nächstbesten Leiche abnehmen kann? Hyperion wollte sozusagen den Abfluss freikriegen, aber diese Typen waren ein zäher Haarknäuel. Du hast doch gesagt, die Schatzjäger sind der Abfluss. Jetzt sind sie das Haarknäuel? Nun ja. Die Schatzjäger verstopften den Fluss von, und den schmutzigen Profit und, Dieser Vergleich ja. ist blöd. Ach, Schluss jetzt. Wichtig ist, Hyperion hatte einen Plan. Die Schatzjäger wurden in der Regel mit allem und jedem fertig. Aber mit einem hatten sie nicht gerechnet. Mit dem Interplanetary Ninja Assassin Claptrap. Dieser Claptrap war darauf programmiert, unsere Jungs indirekt auszuschalten. Durch Fallen, Gift, das Streuen böser Gerüchte. Ihm war alles zuzutrauen. Ein helles Kerlchen. Zu hell. Er sah sich um und es gefiel ihm nicht, was er sah. Claptraps wurden unterdrückt, gedemütigt, zerstört. Was wir Programmierung nennen, nannte er Sklaverei. Also sammelte er seine Mit-Claptraps um sich und hetzte sie gegen ihre Firmenherren auf. Was als Rebellion anfing, wurde zu einer Revolution. Und jetzt rate mal, wen Hyperion rief, um das hinzubiegen.